Kann ich den aufheben? Gerade nicht so. Vielleicht. Vielleicht ist das so besser. Mal gucken. So, Strom ist auf jeden Fall abgedeckt. Das heißt, die Dinger verschiebe ich einfach nach hier. Bonobo. Bonobo. Also wir merken uns, auch wenn es den Tieren gut tut, zu große Gehege sind nicht gut. Ich glaube aber, das ist okay. Jetzt müssen sie einfach nur die Idee haben, auch mal eins der Futterdinge hier anzusetzen. Oh. Bonobo. Und Bonobo ist nicht mehr im Arbeitsbereich, weil er eine neue Tür bekommen hat. Eieiei. Ja, ja, ja. So, ganz schnell. Wattenstress, einfach nur, weil du den Tieren was Gutes tun willst, ne? Tust du denen nämlich gar keinen Gefallen mit. So, jetzt aber ganz schnell essen, 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 essen. Unsere Tiere verhungern! Ist auch ein weiter Weg von da hinten hierher. Das ist nicht gut, nicht ideal. Und sie ist auch da. Wahrscheinlich guckt sie sich jetzt dieses Gehege an. Und ich habe ein Geschenk bekommen, ich weiß nicht warum. Gehegetierarten züchten. Aha. Dankeschön. Wenn mir jetzt die Tiere verrecken. Rast dich aus. Wo ist der Tierpfleger? Eigentlich müsste hier absolute Alarmbereitschaft sein. Und keiner kümmert sich drum. Es interessiert einfach niemanden. Da. Der hat aber nichts mit. Das heißt, der checkt jetzt erstmal die Situation. Ich meine, die Situation ist, dass unser erstes Tier tot ist. Das ist unsere Situation. Erstes Tier ist verhungert. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Bonobo, verhungert. Dritter Bonobo, verhungert. Aber mach ruhig sauber. Sag's ja nur, ne? Ja, du brauchst gar nicht heulen. Das ist, wir haben gerade 4 Bonobos in den Tod geschickt. Das Gehege ist leer. Die sind alle tot. Das ist nicht gut. Mann, Mann, Mann.
ätzend. Jetzt ist das gehäkelt. Das muss doch nicht jetzt am Ende nochmal sein, oder? Das war jetzt so unnötig. Das war jetzt einfach unnötig. Eins. Ich möchte zeigen, dass es geht. Zwei. Drei. Vier. Ist mir jetzt egal. Ich kaufe jetzt alle. So. Jetzt kommen sie nochmal in die Quarantäne. Und dann werden wir feststellen, dass das Gehege toll ist. Und dass wir jetzt vier Tierpfleger haben, die sich ganz allein um diese Affen kümmern können. Das haben wir für kein anderes Tier. Aber die Werte sind echt gruselig, aber die waren so toll. So. 1, 2, 3. So. Vier oder fünf habe ich jetzt geholt. Quarantäne voll? Nein, nein, nein. Die passen da rein. Ich glaube, die Quarantäne hat eine Kapazität von 5 Tieren, oder nicht? Sogar von 8. Ineffizient. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Mal kurz warten. Da liegt immer noch einer. Ach Gott. Wie ist das denn überhaupt mit unseren kleinen Pandas? Sind jetzt alle tot? Ne, sind noch 4 Stück da. Alle schon älter. Ah, wie schade, ey. Das ist echt doof. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. So, 2 sind fertig. Ne, einer ist fertig. Niemand möchte Abea abholen. Könnte bitte irgendeiner diesen Affen da rausholen, bevor wir die neuen Affen da reinsetzen? Ja, Sauberkeit des Geheges. Ja, wir lassen die Leiche einfach drin. Hallo. Könnte irgendwer sich dieser Sache annehmen? Keiner fühlt sich für den Affen verantwortlich. Seid ihr doof? Alter, das ist... Da sind schon Fliegen dran. Willst du mir jetzt nicht erzählen, wo ist der Tierarzt, der die holt? Wo bist du? Also, ah, guck mal, er hat noch nicht mal diesen Arbeitsbereich und denkt sich, oh ja, hier sollte mal was getan werden. Hier ist Handlungsbedarf. Ja, nimmst du dir jetzt bitte diesen Affen? Nimmst du dir jetzt bitte diesen Affen? Halleluja. So, Mini-Flusspferde haben wieder ein Problem. Es sind 5. Du hast eine Daseinsberechtigung. Du auch. Ihr habt gar keine Schlafdinger, ne? Shitty.
Habe ich das dezent vergessen? Komm, ihr kriegt auch kleine. Ihr kriegt Unterlagen. So, 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 so. So, so. So. Könnt ihr euch vernünftig da hinlegen? So, unsere Affen haben die Quarantäne überstanden. Oh, jetzt lass bitte alles gut gehen. Lass bitte alles gut gehen. Überstanden, überstanden, überstanden. Ja. Jetzt wird es nochmal richtig dunkel. Ja, die holen jetzt alle die Affen raus, deswegen ist voll. Macht mal keinen Stress. Die sollen wohlbehalten ankommen. In diesem ganz tollen Gehege, Mann. Mann! Aber wir haben jetzt zwei Tierärzte, wir haben jetzt 3 oder 4 Pfleger. Es kann jetzt nichts mehr schiefgehen. Kein anderes Tier verreckt aktuell. Also ich glaube einfach, das Gehege war zu groß. Das Gehege war einfach zu groß. Die haben immer noch 1900, obwohl die wie viel brauchen? Steht, glaube ich, hier. Was braucht ihr? 780. Also die haben immer noch das Doppelte. Du hättest hier nochmal halbieren können. Die haben immer noch sehr viel Platz. Aber die haben jetzt hier an jeder Ecke was zu fressen. Und wenn die Tierpfleger ihr Gehirn einschalten, ihr KI-Hirn, dann hoffe ich einfach, dass das was bringt. Euch geht's gut, oder? Bitte sagt mir, dass es euch gut geht. Ja, ist alles super. Ach, guck mal, jetzt sitzen sie alle hier, weil es regnet. Was mich daran erinnert, ihr braucht noch eine Heizung. Ihr wollt es nämlich auch muckelig warm haben. So. Ja. Und Pfleger kommt. Tier ist hungrig, meine was. Ah, aber hier passiert was, seht ihr? Okay, dann brauchen wir den gar nicht, weil er ist ja schon versorgt. So, was bei denen nicht stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich keinen Tierpfleger holen kann. Die sind... Muss ich hier auch irgendwie... Oh, warte mal, ist das hier... Das ist Fressmeile 2, ne? Nee. Nee, gar nicht. Das da vorne ist... nee, alles gut. Ach Gott, ja, ist okay. Interessiert mich nicht. Mich interessiert, welcher Bereich? Fressmeile 2. Hallo? Ich möchte den Arbeitsbereich bearbeiten, danke. Sind da die Vivarien drin? Das will ich eigentlich nur gucken. Wo sind die Vivarien drin? Das ist das. Bei den Nialas vielleicht?
Ja, bei den Nialas. Schneelee und Niala. Okay, das heißt, Tierpfleger. Und du gehst zu den Nialas. In der Hoffnung, dass du dich jetzt direkt um... Na, wo sind sie denn jetzt? Da. Und das kann man einmal ersetzen. Das ist okay, das ist einfach nur zugemüllt. Okay. Ach, da kümmert sich auch gerade einer drum. Okay, hat sich erledigt. Alles tutti. Was machen unsere Affen? Die warten immer noch, dass es aufhört zu regnen. Hier sagen wir nochmal Hallo. Ach, Kadi, hi. Guckst du dir auch mal meinen Zoo an? Das ist sehr lieb von dir. Und gehst direkt zu den Wölfen. Das ist großartig. So, ich glaube aber, wir kriegen es hin. Was sagt ihr so dazu? Wenigstens wird es jetzt wieder hell, ne? Wenigstens wird es hell. Was man draußen bei uns nicht sehen kann. Ich schaue gerade hier aus dem Fenster. Und der Regen prasselt unentwegt gegens Fenster. Also so wie im Spiel gerade. Aber draußen scheint nicht die Sonne. Es ist bewölkt und stürmisch. Mann, Mann, Mann. So. Hey, kommt raus. Ihr kommt raus und hoffentlich gibt es hier mal was zu essen. Geil. Ist jetzt hier nirgendwo was drin? Nee. Hier ist nada was zu essen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist auch nichts drin. Das heißt, sobald einer von denen Hunger hat, müssen die Pfleger direkt hier Futter reinbringen, ohne Witz. Bonobo wird sich bald paaren. Oh, das war wahrscheinlich hier, ne? Oh, das ist aber ein großes Kuddelmuddel hier gerade. Ich weiß nicht, wer von euch sich da gepaart hat. Juhu. Du, okay. Bin hier mal gespannt. Oh, da klettert wieder einer. Der klettert den Tamarindenbaum hoch. Wie cool ist das denn? Wo ist er? Da. Na. Und klettert wieder runter. Mist. Nee, da ist er. Ich krieg ihn nicht ins Visier. So? Nee, ich will nicht den Baum, ich will den Affen. Jetzt. Oh, ist das ein schönes Bild. Das ist ein super schönes Bild. Ihr Lieben, und ich glaube... Einmal streng. Ich glaube, mit diesem Bild... Ach, guck mal, da kommt noch einer. Mit diesem Bild... Da kommen jetzt alle, okay. Mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch und von Planet Zoo. Vielen lieben Dank, dass ihr alle Folgen dabei wart. Sind ja doch einige zusammengekommen. Und ja, nächste Woche startet dann ein neues Projekt oder zwei neue Projekte, das weiß ich gar nicht so genau. So wie es halt passt. Aber eins natürlich definitiv. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dabei seid und euch das anschaut, mir Feedback gebt, erzählt. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr Bock habt, natürlich spielt es am besten selber. Da könnt ihr euch so austoben, wie ihr es möchtet. Ja, danke schön. Das hast du ganz toll gemacht. Ja, also habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.